Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Update hier auf Grand RP. Das Herbst-Update steht an und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir gucken uns da das Video gleich an. Ein weiteres Video, denke ich mal, wird es dazu nicht geben, wo ich mir gewisse Sachen genauer angucke. Dadurch, dass ich morgen in Urlaub fahre, aber ich denke mal, ihr kriegt das alles schon hin. Wir gucken uns das an. Ich gebe mein Statement dazu. Ja, erstmal doppelte Grand Coins gibt es wieder. Das heißt, wenn ihr mit Echtgeld Grand Coins kauft, bekommt ihr die doppelte Anzahl. Das heißt, wenn ihr für 10 Euro oder ein bisschen mehr als 10 Euro sind es 10 Grand Coins kauft, bekommt ihr 20 Grand Coins für 10 Euro. Und das Ganze gilt bis 29. Das ist nächste Woche Sonntag. Dann haben wir auch wieder ein kostenloses Auto. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Opel Adam oder Fiesta. Nee, Ford Fiesta, nicht Quatsch. Wie heißen die kleinen Dinger? Pinto oder so ähnlich? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was das für ein Auto sein soll. Auf jeden Fall habt ihr Zeit von heute bis einschließlich 6. Oktober. Das müssten meiner Meinung nach 16 Tage sein. Und wenn ich das durch 50 Stunden teile, müsste ja 3 Stunden, ein bisschen mehr als 3 Stunden am Tag online sein. Ja, sollte man, denke ich, mal hinbekommen. Ja, und dann gibt es auch noch kostenlose Grand Coins. Wieder 15 Stück heute bis einschließlich Sonntag. Ja, das erstmal die allgemeinen Sachen, und wir sehen auch ein bisschen am Overlay, hat sich was geändert. Die Sprechtaste, die Endtaste sozusagen, ist jetzt hier oben. Hier drüben hat sich auch ein bisschen was geändert. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal das Video an und ja, gucken mal, was es so sonst noch so Neues gibt. Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da. Unser Team hat ein neues Update vorbereitet, das für euch jetzt auf den Servern ist. Änderung am Autohandelssystem, verbessertes Design im Interaktionsmenü, genauso wie neue Events. Und das Allerwichtigste, auf das wir alle gewartet haben, der Herbst-Season-Battle. Der sieht eher aus wie ein Audi A1 von hinten, oder? Hier, doch, ich glaube, das ist ein Audi A1, kein Opel Adam. Die gibt es ja auch, glaube ich, nicht mehr. Der A1 ja auch nicht. Beziehungsweise wurde die Herstellung eingestellt, soweit wie ich weiß. Auf das wir alle gewartet haben, der Herbst-Season-Battle-Pass. Aber alles der Reihe nach. In der Zwischenzeit lasst ein Like da und vergesst nicht, den Kanal mit Benachrichtigungen zu aktivieren. Damit verpasst ihr keine wichtigen Neuigkeiten und geheime Lifehacks, die wir nur auf dem Kanal veröffentlichen. Oh, ein Geheimnis muss ich euch erzählen. Nach dem Anschauen dieses Videos hat absolut jeder Zuschauer dieses Kanals eine Möglichkeit, einen Preis zu bekommen. Die Aufgabe ist ziemlich einfach. Lasst einfach 1000 Likes unterhalb des Videos da. Und ich werde random Abonnenten heraussuchen, die ganz interessante Preise bekommen. Und ich weiß, für euch ist das eine ganz einfache Aufgabe. Vorher verrate ich euch mal einen geheimen Lifehack. Mit diesem kann absolut jeder neue Spieler einen Haufen toller Sachen bekommen. Folgt einfach dem Link in der Beschreibung oder scannt den QR-Code hier im Bildschirm. Geht auf unsere Website, macht ein paar Klicks und startet schon heute mit mir auf dem besten RP-Projekt der Welt zu spielen, Grand Roleplay. Und ohne große Umschweife, los geht's. Schauen wir uns die Änderungen im Design an. Wir haben euch versprochen, alle Designs auf unseren Servern zu überarbeiten. Und unsere Entwickler halten ihre Versprechen. In diesem Update gibt es einige neue Updates zum Interaktionsmenü mit dem Charakter. Darüber hinaus haben sie Änderungen am Spiel implementiert. Und speziell für diesen Zweck wurde eine Befragung der Spieler eingeleitet. Und die interessantesten Vorschläge wurden in diesem Update eingeführt. Darüber hinaus gab es ein Update des Autohauses. Jetzt gibt es da wirklich jedes Auto, das es auf dem Server gibt. Ihr könnt jetzt Probefahrten mit den Autos machen und herausfinden, ob ihr das Auto braucht oder nicht. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass viele Spieler es mögen, wenn es spannend wird. Nach vielem Hin und Her, wie wir das Gameplay variieren können. Ja, jetzt geht los. Zwei neue Events, an denen absolut jeder Spieler teilnehmen kann. Das erste ist der Airdrop. Zu bestimmten Zeiten taucht eine Box im Himmel auf, die
langsam nach unten fällt. Der Ort wird bekannt gegeben, sobald das Event startet. Ihr müsst als Erster bei der Landestelle sein, um euch als Erster den Drop zu holen. Einfach gesagt, holt euch einfach die Ladung. Wenn alles gut geht, bekommt der Gewinner einen Preis in Form von Geldwährung. Alle 2 Stunden taucht ein spezieller Checkpoint auf der Map auf. Fahrt ihr da mit irgendeinem Auto rein, bekommt ihr den Titel des Hot Potato Trägers. Und derjenige muss sie zum Ablageort bringen. Nimmt das Auto irgendeinen Schaden, also zum Beispiel ein Licht geht kaputt, dann verliert er die Hot Potato und das Ganze geht von vorne los. In den neuen Events gibt es nur einen Gewinner. Ich rate euch, in die Events reinzugehen oder ihr habt halt kein Glück. Und ihr braucht ein schnelles Auto, was ihr im geupdateten Autohaus aussuchen könnt. Ach, darüber habe ich euch ja schon erzählt. Okay, also das mit dem zweiten Event, das finde ich ja richtig mies. Sobald du einmal gerammt wirst oder so, dann ist es vorbei. Boah, da brauchst du ja wirklich, also wieder so ein bisschen Pay to Win. Das erste Event finde ich nicht schlecht für die Leute, die gerne rumballern. Ne, das zweite Event, naja, geht so. Neuer Battle Pass. Wir haben eine Menge Arbeit in den neuen Battle Pass reingesteckt. Das Ganze beinhaltet auch wieder 3 Kapitel, welche nacheinander erledigt werden müssen. Wie auch immer, in den Preisen findet ihr jetzt verschiedene neue Items. In jedem Kapitel wartet am Ende ein geheimer Preis auf euch. Und wir haben die Liste der Aufgaben aktualisiert. Wir haben verschiedene Aktivitäten hinzugefügt. Darüber hinaus ist es jetzt einfacher und schneller, die Aufgaben zu erledigen, denn ich habe dafür auch nur 30 Minuten gebraucht. Und natürlich gibt es wieder einige neue, einzigartige Autos. Hier ein kleiner Deal. Wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, verlose ich 15 Autos unter random Kommentatoren unter diesem Video. Beeilt euch, droppt Likes und kommentiert das. Und so wird das Ganze immer weitergehen. Und wie immer, danke für eure Aktivität unter den Update-Videos. Jeder Abonnent von mir kann ein Auto für absolut nichts auf Grand Roleplay bekommen. Spielt einfach auf dem Server. Spielt einfach während dieser Kampagne 50 Stunden auf dem Server. Die Kampagne geht vom 20.09. bis zum 7.10. Danach bekommt ihr ein Auto in eure Garage. Und... Nee, 6.10. da hat er sich versprochen. Obwohl, doch, so blöd ist es nicht. Ich glaube, bis zum 6.10. Server Restart, das heißt 4 Uhr am 7. Ja. Und ich werde das Ganze natürlich so weitermachen, wenn wir 1000 Likes unterhalb dieses Videos bekommen. Und im nächsten Update gibt es ein neues Auto. Bis jetzt macht ihr das Ganze sehr gut. Das wird so weitergehen. Aber auch das war uns nicht genug. Zusätzlich dazu, dass jeder Spieler ein Auto für absolut nichts bekommen kann, jeden Tag kann jeder Spieler 15 Grand Coins absolut kostenlos bekommen. Natürlich rede ich vom Aktionszeitraum. Zusätzlich zu den Änderungen, die ich in dem Video aufgelistet habe, musste ich feststellen, dass ihr als Spieler viele, viele Vorschläge für unsere Server gemacht habt. Genau dafür haben wir euer Feedback über Monate lang gesammelt. Und haben die besten Ideen eingefügt. Das ganze Update wird heute rauskommen. Das Update ist nun auf allen Servern abgeloadet und wartet eigentlich nur noch auf euch. Das ist das Ende vom Grand Roleplay Update Video. Und weil schon Tradition... Ja gut, den Rest brauchen wir uns, denke ich, mal nicht angucken. Ja, also 2 neue Events, ein gratis Auto, 3 Tage à 15 Grand Coins. Kann man alles, denke ich mal, ganz gut mitnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht mit dem Update, wie findet ihr es? Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß heute noch. Ich bin ja morgen nicht da, ja im Urlaub. Fahr mit der AIDA, hatte ich vielleicht in den ein oder anderen Video oder Livestream erzählt. Ja, jetzt ist es dann soweit. Gut, ich bin weg, also bis dann, ciao, ciao.